Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage, warum zum Beispiel auch Ökostromversorger ihre Preise erhöhen müssen, wenn aktuell die Börsenstrompreise sehr hoch sind. Ich habe das unter anderem auf Twitter nämlich jetzt mal gelesen und das ist eine gute Frage und deswegen will ich die auch hier nochmal direkt in einem Video beantworten. Hat also ein sehr bekannter Twitterer geschrieben, lol, ein bestimmter Ökostromversorger verdoppelt ab Januar 23 einfach mal den Preis für die Kilowattstunde. Da gab es eine Antwort, ne? Aber deren Stromkosten dürften doch gar nicht steigen. Für was bezahle ich denn jahrelang mehr Geld für Ökostrom, wenn ich dann keine günstigen Strompreise bekomme? Und die Antwort war dann, tja, mit einem Smiley. Ich habe dann da auch schon mal drauf reagiert und das auf Twitter erklärt. Aber ich glaube, hier ist es auch nochmal ganz hilfreich. Für euch, wenn ihr das vielleicht auch nochmal zusammengefasst bekommt, warum auch ein Ökostromversorger bei insgesamt steigenden Preisen seine Versorgerpreise oftmals erhöhen muss. Nicht jeder, aber die meisten. Also, warum? Unser gesamtes energiewirtschaftliches System ist ja rein virtuell, muss man mal so ganz offen sagen. Dafür gehe ich jetzt mal hier auf ein paar Folien, die sind auch zum Teil in meinen Seminaren so zu sehen, aber keine Sorge, es sind nur 4 Folien. Wenn ihr euch also ein Seminar bei mir kauft, dann habt ihr auf jeden Fall trotzdem noch einen Mehrwert. Hier wird jetzt nicht allzu viel verraten. Also, es gibt oftmals so die Annahme, ja, Strom kommt halt einfach irgendwie aus der Steckdose und ja gut, wenn ich halt jetzt meinen Tarif wechsle, dann kriege ich jetzt halt Ökostrom. Uns ist natürlich allen, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, klar, nur weil ich jetzt einen Ökostromanbieter wähle, der Windstrom aus der Nordsee anbietet, heißt das noch lange nicht, dass an meiner Steckdose in Thüringen oder wo auch immer sich irgendwas ändern würde. Hier in Thüringen explizit, je nachdem, ob ich jetzt zu Hause bin oder auf Arbeit, kriege ich entweder meinen Strom von Windrädern in der Nähe des Dorfes, wo ich wohne, oder hier von dem Blockheizkraftwerk um die Ecke, was Strom und Wärme geführt ist. Oder je nachdem, ja, in Sachsen, was in der Nähe ja ist, haben wir auch noch ein paar Kohlekraftwerke in der relativen Nähe. Also ich kann es ungefähr abschätzen, wo wahrscheinlich Strom herkommen wird. Wir haben auch hier viele Solaranlagen um die Ecke. Aber am Ende des Tages ist das kaum manipulierbar. Also egal, was ich jetzt wähle als mein Tarif, der Strom kommt nun mal von dort, wo er gerade herkommt. Der Strom sucht sich seinen Weg des geringsten wortwörtlichen Widerstands. Ne? Also da, wo der geringste elektrische Widerstand ist, also auch der größte Potenzialunterschied nennt man das dann, soweit ich das weiß. Ich bin ja kein Elektrotechniker. Also da, wo gerade am meisten Strom gebraucht wird, dorthin fließt er eben auch durch die Leitungen, wenn die Leitungen soweit frei sind. Aber trotzdem kann ich ja einen Ökostromtarif wählen. So, und da wird es dann langsam interessant. Warum und was ist der Hintergrund davon? Wenn man sich mal anschaut, wie unser System aussieht, dann haben wir halt irgendwo mal Kraftwerke und erneuerbare Energieerzeugungsanlagen. Da sind dann Leitungen. Die Leitungen gehen dann quer durch Deutschland und die Leitungen kommen dann irgendwo an bei uns Verbrauchern. Das ist jetzt offensichtlich ein geschlossenes System, also ein natürliches Monopol. Der Netzbetreiber ist immer ein natürliches Monopol, weil eben er vor Ort der Einzige ist mit diesen Leitungen. Und die Leitungen, na klar, ich kann meine PV-Anlage da anschließen, aber trotzdem sind das dann die Leitungen des Netzbetreibers, die hier zur Verteilung fließen lassen. Und dementsprechend kann ich ja wirklich technisch nichts daran ändern, wo jetzt mein Strom herkommt. Wettbewerb, also dass ich einen Tarif wählen kann, ist also in einer rein ausgedachten virtuellen Ebene, wo wir jetzt uns die Kilowattstunden anschauen, die hier mal irgendwo erzeugt worden sind, die hier mal irgendwo geflossen sind und die dann hier mal verbraucht worden sind. Wir messen hier die Kilowattstunden im Verbrauch und wir messen an der anderen Stelle die Kilowattstunden in der Erzeugung. Die Netzbetreiber wissen, was ungefähr verfließt und beobachten, ja, das ist hier erzeugt worden, das ist hier verbraucht worden an Kilowattstunden. Und jetzt ordnen wir jederzeit jede Kilowattstunde jemandem zu. Am Anfang dem Erzeuger, der vermarktet das dann an der Börse oder in einem direkten Handel. Und ein Versorger, mit dem ich als Kunde dann den Tarif abschließe, also mein Ökostromanbieter zum Beispiel, der kauft jetzt im Zweifel irgendwo Kilowattstunden zu. Ich bezahle ihn durch meine Jahresrechnung. Also ist meine Zahlung für diese Kilowattstunden am Ende des Tages bei dem Anbieter, von dem er sein Portfolio zugekauft hat. Wenn ich also einen Ökostromanbieter wähle, dann bezahle ich ihn dafür, dass er Ökostrom bezahlt.
Na, dass er Ökostrom von einem Erzeuger bezahlt, dass er ihn direkt einkauft oder an der Börse über Wege einkauft oder dass er es selbst betreibt. Ich mache trotzdem nichts an dem Strom, der aus meiner Steckdose kommt. Ne? Das kann zufällig genau der gleiche Betreiber sein, ne? Durch Zufall, aber im Regelfall wird mein Ökostromanbieter sein Portfolio irgendwo zukaufen und ich bezahle ihn halt dann dafür, dass er diese Ökostromanlagenbetreiber bezahlt und die motiviert, weitere Anlagen zu bauen und damit wird die Energiewende vorantreiben. Ja, ich kann ja hier nicht die Physik überlisten, ich kann nicht die Elektrotechnik überlisten. Ich mache das auf einer rein virtuellen Ebene der Energiemengenzuordnung. Wir nennen das dann in der Branche Bilanzkreisbewirtschaftung. Das ist eine Art Energiemengenbuchhaltung, ne? Eine Art Kilowattstundenbuchhaltung. Und das bedeutet halt tatsächlich, dass am Ende des Tages ich als Endkunde nur indirekt Ökostrom beziehe. Ich bezahle ihn halt und ich sorge damit dafür, dass am Ende des Tages mehr Ökostromanlagen gebaut werden. Aber aus meiner Steckdose kommt kein Ökostrom. So. Also außer ich habe wirklich PV-Anlagen und Windräder um die Ecke oder Wasserkraft oder was auch immer. So. Jetzt ist es halt so, wenn ich ein Ökostromanbieter bin, vielleicht habe ich ja eigene Erzeugungsanlagen, die ich irgendwo stehen habe. Dann muss ich das jetzt nicht direkt zukaufen, sondern dann ist das eigentlich einfach nur so in meinem Portfolio. Oder ich muss halt den Rest von irgendwelchen Betreibern zukaufen. Und da wird es dann spannend, wenn wir uns mal das Thema des Bilanzkreises anschauen. Das ist das Energiemengenkonto, das Portfolio des Versorgers zum Beispiel. Und es gilt halt, weil wir ein Gleichgewicht im Stromnetz haben müssen, es muss immer genauso viel verbraucht werden, wie erzeugt wird, gilt halt für jeden, der hier teilnehmen möchte am Markt, er muss seinen Bilanzkreis ausgleichen. Auf der einen Seite steht die Erzeugung und der Zukauf. Und auf der anderen Seite steht der Verbrauch meiner Kunden. Ich muss das ausgleichen. Wenn ich jetzt weiß, meine Kunden haben eine bestimmte Gesamtmenge, kurz zur Erklärung, SLP ist ein sogenanntes Standardlastprofil. Das sind wir alle. Wir alle als Haushaltsverbraucher, wir haben ein sogenanntes Standardlastprofil. Das beschreibt, wie wir uns ungefähr verhalten als Haushaltskunde zum Beispiel oder als kleiner Gewerbekunde. Weil wir haben ja keine echte dauerhafte Messung von Stromverbrauch. Wir haben ja noch nicht richtiges Smart Metering überall. Das heißt, typischerweise wird einmal im Jahr abgelesen. Dafür verwendet man dann ein sogenanntes Standardlastprofil, dazu kommen wir gleich, um dann abzuschätzen, wie sich ein Kunde halt wann ungefähr verhalten wird. Es ist rein über den Daumen gepeilt, aber es reicht noch gerade so. Da sind dann die Haushaltskunden und die Kleingewerbekunden, das sind meistens, ist das die größte Menge. Und dann gibt es noch die RLM-Kunden, das ist die registrierende Lastgangmessung. Die haben eine Fernauslesung. Das sind aber vor allem Industriekunden. Na, also das sind dann die wirklich dauerhaft ausgelesen werden. Daraus und aus so mitgerechneten Verlusten, na, das ist dann wirklich meinetwegen eine Umspannung, bei der dann Strom nicht mehr für mich oder meine Kunden wirklich verwendet werden kann. Aber ich muss ihn einberechnen, ich muss ihn praktisch beschaffen. Na, das rechne ich alles zusammen und komme dann auf eine Kilowattstundenmenge oder Megawattstundenmenge, die ich pro Viertelstunde hier betrachte. In einer Viertelstunde verbrauchen meine Kunden das alles. In der nächsten Viertelstunde kann das mehr oder weniger sein. Und in der nächsten Viertelstunde wieder mehr oder weniger. Das ist halt eine Zusammenfassung dessen, was meine Kunden tatsächlich Sekunde für Sekunde so machen. Und das eben gemittelt auf die Viertelstunde ist mein Portfolio im Bilanzkreis für diese Viertelstunde. Jetzt muss ich den ja ausgleichen. Also muss ich genau das hier beschaffen. Jetzt habe ich meinetwegen ich habe ein eigenes Kohlekraftwerk, ja, das ist der Anteil. Ich habe noch ein paar Windräder und Solaranlagen, dann ist das der Anteil. Oh, ist das peinlich. Da müsste eigentlich was anderes stehen, da müsste nicht 350 stehen. Oh, ist das peinlich, Moment. Ich will jetzt aber auch nicht neu anfangen. Hoffentlich ist es euch allen aufgefallen an dieser Stelle. So, da habe ich mich doch tatsächlich verschrieben. Also hier habe ich halt diesen Anteil da und diesen Anteil hier und muss dann den Rest noch einkaufen. So, damit ich auf den Ausgleich komme von diesen 800 in diesem Fall. Nur dann ist es ausgeglichen und nur dann ist es in Ordnung. So ein Bilanzkreis beinhaltet halt für einen Versorger alle Erzeugungen und Zukäufe sowie alle Verbräuche und Verkäufe aller Marktlokationen, das ist der Fachbegriff für, ich sag mal, den Kundenanschluss oder auch den Erzeugungsanlagenanschluss.
eines Versorgers, also von mir als Versorger, Ökostromversorger meinetwegen, in den von mir belieferten Bilanzierungsgebieten, das sind die Netzgebiete von verschiedenen Netzbetreibern, in einer Regelzone, das ist praktisch ein Viertel von Deutschland. Also einfach nur zur Erklärung, das ist halt mein Portfolio für all meine Tätigkeiten bei dem Übertragungsnetzbetreiber 50 Hertz. Und der nächste Bilanzkreis ist dann für alles bei den Übertragungsnetzbetreiber Amprion. Und dann haben wir noch Tenet und noch Transnet BW. Die vier haben jeweils eine Regelzone. Ich muss als Versorger also innerhalb dieser Regelzone einen Bilanzkreis, mindestens einen, betreiben, indem ich jetzt mein gesamtes Portfolio abbilde für diese jeweilige Viertelstunde und dann wieder für die nächste Viertelstunde und wieder für die nächste Viertelstunde. So. Jetzt seht ihr ja hier schon, okay, hier habe ich meinetwegen fossile Kraftwerke, dann habe ich noch erneuerbare Anlagen und dann habe ich noch Einkauf. Wenn ich es annehme, meine Erneuerbaren sind super günstig und mein Kohlekraftwerk ist so mittel günstig, dann ist im Zweifel der Einkauf aktuell mega teuer. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe keine fossilen Kraftwerke, sondern reine Ökoenergieanlagen, dann ist das hier halt ein höherer Anteil, der meinetwegen super günstig ist, aber dann habe ich eventuell auch einen deutlich höheren Anteil des Einkaufs, oder muss ständig ein bisschen aktiver einkaufen und verkaufen. Und das ist im Zweifel an der Börse in manchen Momenten richtig, 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 richtig teuer. Auch wenn ich Ökostrom einkaufe, ist der im Zweifel aktuell sehr, 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 sehr teuer. Und genau da kommt es nun her, warum ich als Ökostromversorger also dennoch zu hohen Versorgungspreisen komme, weil das ist dann das Dilemma, ich muss ja pro Viertelstunde ausgleichen. Wenn das mein angenommener Kundenverbrauch ist, werden meine erneuerbaren Energieanlagen halt im Zweifel nie genau hier landen. Das schwankt ja auch ständig. Also Verbrauch schwankt ja auch ständig. Das vergisst man auch oft in den Diskussionen. Die Verbrauchsseite ist jede Viertelstunde anders und sie ist nicht unbedingt immer so, wie wir sie vorher rausgesehen haben, weil sich Kunden ja unterschiedlich verhalten. Wenn ich jetzt an den Lichtschalter gehe und mache ihn an, dann verhalte ich mich anders als vorher. Und wenn ich meinetwegen drei Playstations gleichzeitig betreibe zu Hause, weil ich so viele Kinder habe und selbst auch noch daran Spaß habe, dann verbrauche ich halt anders als mein Nachbar. Ne? Also es ist halt nie so richtig voraussehbar. Aber die Realität ist, ich habe jede Viertelstunde meinen Verbrauch abzuschätzen, zu prognostizieren und dann eben genau diese Prognose auch zu beschaffen als Einkauf oder Eigenerzeugung. Die Eigenerzeugung durch meinetwegen sehr, 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 sehr günstige erneuerbare Anlagen wird selten, also nur durch Zufall, auf genau der richtigen Höhe sein. Ich muss dann immer einen Rest noch beschaffen an der Börse oder über andere Handelswege, die im Zweifel mega teuer sind. Und das ist der Grund, warum dann eben auch der Versorger, der Ökostromversorger sagen muss, okay, diese Viertelstunde war wegen des Einkaufs meinetwegen ganz schön teuer, die nächste war vielleicht ein bisschen weniger teuer, aber dann die darauf war wieder richtig teuer. Ich muss, um diese Kosten decken zu können, im nächsten Jahr wahrscheinlich meine Preise erhöhen, damit ich diesen Anteil ausgleichen kann. Das ist halt keine reine Schätzfrage von, oh ja, ich habe hier meine Ökostromanlagen und dann versorge ich damit meine Kunden. Nee. Jede Kilowattstunde muss exakt nachverfolgt werden und am Ende muss jede Viertelstunde in meinem Bilanzkreis ausgeglichen sein. Wenn ich das nicht tue, kann ich richtig hohe Strafzahlungen bekommen am Ende dann von den aufsichtshabenden Regelzonenbetreibern. Das nennt sich dann Ausgleichsenergie. Das habe ich auch schon mal in einem Video halbwegs erklärt. Mache ich vielleicht auch demnächst nochmal. Ich merke ja auch, dass richtig viele dieser Fachthemen von euch immer noch ganz oft angeschaut werden. Vielleicht mache ich da einfach nochmal neue Videos zu einigen dieser Themen. Es ist also so, dass ich, wenn ich ganz wenige Eigenanlagen habe, sondern nur den Ökostrom zukaufe, ich im Zweifel also hier eine 800 im Einkauf stehen hätte, in diesem Beispiel, und diese 800 dann super, super teuer ist, weil der Ökostrom an der Börse ja auch, ich sag mal jetzt, künstlich verteuert wird durch diesen Merit-Order-Effekt. Das habe ich auch in Videos schon erklärt. Oder weil der Anbieter einfach sagt, naja, ich will ein bisschen mehr verdienen. Der Reststrom ist ja auch super teuer, also möchte ich meinen Ökostrom auch ein bisschen teurer machen. Kann man ja alles verstehen. Das ist ein Markt, Angebot und Nachfrage. Also, wenn ich ein Ökostromanbieter bin, der keine eigenen Anlagen betreibt, sondern nur handelt, bin ich im Zweifel immer von solchen Börsenpreisen abhängig und muss deswegen auch teurer werden in Richtung meiner Endkunden, sonst kann ich es mir nicht mehr leisten. Wenn ich aber hingegen sehr, 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 sehr viele erneuerbaren Anlagen habe, also ich käme mit Erneuerbaren hier meinetwegen auf 750
und müsste nur noch 50 zukaufen, dann kann das also im Zweifel super lukrativ sein, weil die Erneuerbaren durch Wind und Solar, mega günstig sein können, weil kein Brennstoff und keine Personalkosten und keine Infrastrukturkosten und so weiter, ne? Das ist also der große Unterschied. Manche Ökostromanbieter haben fast keine eigenen Erzeugungskapazitäten. Andere haben richtig viele. Und deswegen gibt es eben manche, die aktuell verteuern müssen ihren Strompreis, und andere, die sind halbwegs stabil. Ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund, den halt viele auch nicht kennen. Und um das nochmal visuell zu zeigen, das hier ist ein Standardlastprofil. Also so ist eine Verbrauchsannahme eines Endkunden, in diesem Fall eines Haushaltskunden. Also das hier ist das Standardlastprofil namens H0. Das steht für Haushalt allgemein und wird im Strombereich von den meisten Netzbetreibern so angenommen. Und dann müssen das auch die Versorger genauso annehmen. Also das ist eine Beschreibung hier unten über den Tag hinweg von 0 bis 24 Uhr. Und hier links haben wir die Leistung, also praktisch den Strom, die Strommenge in diesem Fall. Und die Farben stehen jetzt für verschiedene Szenarien. Ne? Also Winter, Samstag, Sonntag, Werktag oder Sommer oder Übergangszeit, Herbst und Frühling. Und je nachdem, ne, irgendwann nachts ist der Verbrauch sehr gering, dann je nach Saison wird es sehr früh oder etwas später, oder auch je nach Werktag und Wochenendunterscheidung etwas später erst aufgestanden. Dann meinetwegen am Sonntag ist hier mittags sehr viel Verbrauch, weil Elektroherd an und Fernseher an und Licht an und was auch immer noch. Und dann, ja, je nachdem, geht man hier mal auf Arbeit und da eher nicht. Also unterschiedliche Verbrauchsverhalten. Die nehmen wir jetzt also pro Viertelstunde, pro Tag, 365 Tage im Jahr immer an für unsere Kunden. Und genau diese Annahme, die sich jetzt ergibt anhand der Jahresverbrauchsprognose, ich brauche 1.500 Kilowattstunden im Jahr, das gebe ich ja, wenn ich einen Tarif wechsle, gebe ich das ja an. Ich verbrauche 1.500 oder ich verbrauche 2.000 oder 1.794. Anhand dieser Annahme wird das jetzt runtergerechnet auf mich explizit pro Viertelstunde, und das ist dann dieses Portfolio hier. Deswegen auch super wichtig, dass ihr, wenn ihr einen Tarif wechselt, eine möglichst exakte Annahme hinschreibt, wie viel ihr so verbraucht. Also guckt ruhig mal auf die letzte Rechnung, und wenn da steht, ihr verbraucht 1.794, dann nehmt gerne genau diesen Wert für euren Tarifwechsel. Oder wenn ihr wisst, okay, ich habe mir jetzt noch ein neues Gerät dazu geholt, was ein bisschen mehr Strom verbraucht, dann schreibt halt 1.900 hin oder 2.000. Ne? Aber schreibt halt nicht hin 1.000, wenn ihr 2.000 verbraucht. Sonst ist hier die Annahme für die einzelne Viertelstunde halt komplett daneben. Und dann ist auch das komplett daneben, und dann waren die Handelstätigkeiten im Zweifel falsch und müssten dann im Nachhinein noch korrigiert werden. Und das kann im Zweifel auch richtig teuer werden, was dann wiederum dafür sorgt, dass der Versorger im nächsten Jahr seinen Preis erhöhen muss, weil er eben diese Strafzahlung im Nachgang noch machen müsste. Ne? Also, das ist der Hintergrund, warum wir in dieser, wie ich schon betont habe, rein virtuellen Welt des Marktes, seiner Gewirtschaft, auch bei Ökostromanbietern aktuell solche Preiserhöhungen sehen. Ne? Wir machen sowieso sehr vieles nur über den Daumen gepeilt, aber wir nehmen halt etwas an pro Viertelstunde. Das ist dann das angenommene Verbrauchsverhalten. Das muss ich exakt ausgleichen in meiner Erzeugungsseite, in meiner Beschaffung. Und wenn ich halt nicht genügend Eigenerzeugung habe, was die meisten nicht haben, dann muss ich einkaufen, und dann wird es teuer. Und deswegen wird der Preis dann auch teurer im Tarif, im Verbrauchstarif für den Endkunden. Das nochmal zur Aufklärung, warum das so ist. Das lässt sich auch nicht ändern. Also der einzige Weg, wie man jetzt grundsätzlich dann auch mittelfristig eine gewisse Stabilität und auch wieder günstige Preise hinbekommt, ist halt, indem man sagt, wir bauen wirklich sehr, 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 sehr viele, sehr, 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 sehr günstige Erzeugungsanlagen hin. Und ich habe es immer ja wieder angedeutet, die Erzeugungsanlagen, für die wir keinen Brennstoff brauchen, sind erstmal per se pro Kilowattstunde die günstigsten. Ja, Wind und Solar erzeugen nicht immer rund um die Uhr. Aber, wie ich ja gerade auch gezeigt habe, wir brauchen ja auch nicht rund um die Uhr die gleiche Menge. Wir brauchen nicht Kernkraftwerke und Kohlekraftwerke, um so viel Strom wie nur möglich zu erzeugen, wie man es ja auch oft von so Politikern, Berufspolitikern in Talkshows hört. Es geht nicht darum, möglichst viel Angebot zu haben. Es geht darum, die richtige Menge
genau auf die letzte Kilowattstunde genau möglichst zu erzeugen. Das mache ich nicht mit einem Kohlekraftwerk, was immer die gleiche Menge erzeugt, oder mit einem Kernkraftwerk, was immer die gleiche Menge erzeugt. Das mache ich, indem ich ein Überangebot an Erneuerbaren habe, das ich bedarfsgerecht abschalte bis zu der Menge, die ich brauche. Oder nicht abschalte, sondern den Rest dann umwandle in die Speichereinspeicherer, also Akkus, oder in Wasserstoffelektrolyseure, dann Speise, weil der Überschuss ist dann halt da. Ich brauche nicht alles, den Rest packe ich in, meinetwegen, diese Elektrolyseure. Das ist der einzige Weg, wie wir das günstig machen können, weil Wind und Solar günstig hochskaliert werden können, aber eben auch abschaltbar sind oder für einen anderen Zweck verwendet werden können. Und dadurch, indem die so günstig produzieren können und möglichst viel dann auch Eigenerzeugung im Portfolio meines Anbieters ist oder dann eben sowieso nur sehr viel günstige Erzeugung im Markt ist, schaffen wir es, die Preise mittelfristig auch bei uns Verbrauchern wieder günstig ankommen zu lassen. Tja, weiter Aspekt sind natürlich noch die Netzentgelte und Messentgelte und die Umlagen und Abgaben und Steuern auf der einzelnen Kilowattstunde. Dazu mache ich vielleicht auch nochmal ein separates Video. Preise 2023 mache ich vielleicht auch nochmal, okay. Ja, jedenfalls ist das erstmal der Hintergrund, warum auch Ökostromanbieter im Zweifel aktuell teurer werden. Ne? Die haben im Zweifel also nicht genügend Eigenerzeugung, die günstig ist, sondern die müssen trotzdem noch sehr viel Rest einkaufen an der Börse oder auch außerbörslich zu sehr hohen Preisen, damit sie ihren Bilanzkreis, ihr Energiemengenkonto, ihr Portfolio, ihre Buchhaltung exakt ausgleichen, was sie nämlich machen müssen. Okay, habt ihr Fragen, Anmerkungen und Ähnliches zu diesem Thema, dann gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und ja, dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.